Wie siehst du dich selbst? Das heißt nicht, wie du dich im Spiegel siehst, sondern wie siehst du dich intern? Das heißt, wie ist die Vorstellung von dir? Ich habe vor mittlerweile einiger Zeit ein Buch gelesen, das hat geheißen, ich glaube, Psychokybernetics oder so ähnlich. Ich meine, die Aussage des Buches ist relativ simpel im Nachhinein. Das heißt, es ist so wieder die Vorstellung, das heißt, dass die eigene Sicht von dir selbst eigentlich fast wichtiger ist als die Sicht, wie quasi die Umwelt sieht oder wie du letztendlich aussiehst oder wie soll ich sagen, worauf ich rausgehen möchte, ist eben, das war nicht in dem Buch ein ziemlich ein schönes Beispiel, nämlich weil der Typ war eigentlich kein Trainer für, keine Ahnung, Persönlichkeitsentwicklung, kein Psychologe, sondern ein Schönheitschirurg. Und was er sich eigentlich seine ganze Karriere lang gewundert hat, war eigentlich das, dass die Leute kommen zu ihnen und sagen, okay, na, ich fühle mich unattraktiv, weil meine Nase ist zu groß, meine Brüste sind zu klein, was auch immer, mein Fett ist zu viel oder keine Ahnung, was es sonst noch gibt, meine Lippen sind zu dünn. Und dass ich festgestellt habe, dass diese also mentalen und psychischen Probleme, aber diese Vorstellung von sich selbst, die Personen haben, es hat zwei Fälle gegeben. Die eine Person, wenn man eher nur dann das gemacht hat, was sie sich gewünscht hat, nämlich eine größere, kleinere Nase, dann war sie auf einmal glücklich. Und auf einmal hat sie das Selbstbewusstsein gehabt, das sie immer haben wollte, weil eben dieses eine Ding, was so schlimm war und so gefehlt hat, auf einmal gelöst war. Und bei der zweiten Hälfte haben sie witzigerweise die Probleme oder das mangelnde Selbstwertgefühl auf einmal auf irgendwas anderes fokussiert, obwohl das eine Teil, also das eine Makel aufgelöst war. Und er hat sich irgendwann gewundert, gesagt, okay, ist es wirklich das, was ich jetzt außen, meine schönheitsoperativen Eingriffe, ist es wirklich das, was den Unterschied macht, oder ist es eigentlich vielmehr das Bild, was die Person von sich selbst hat? Und wäre es nicht viel besser, wenn ich mir einfach das Schneiden spare? Und er hat das halt dann gemacht quasi im Vorhinein, dass er gesagt hat, war schon fast wie ein Psychologe, dass er mit den Leuten geredet hat und versucht hat, denen ein besseres Selbstbild schon im Vorhinein zu geben. Weil er festgestellt hat, dass auch wenn er den Eingriff dann trotzdem macht, dass die Leute, wenn er diese Vorarbeit nicht geleistet hätte, wieder in dasselbe Muster reinfallen. Und er ist dann irgendwann auf die Idee gekommen und hat eben dann auch das Buch geschrieben über das Thema, wie man sich selbst sieht im eigenen inneren Auge. Und dass wenn du die Dinge änderst, wie du dich selbst siehst, dann ändert sich letztendlich auch deine Wahrnehmung der Welt und wie die anderen Leute dich auch wahrnehmen. Und das ist ein bisschen ähnlich zu dem Thema vom letzten Video, dass du dir überlegen solltest, was sind die Dinge, die dich zurückhalten? Was ist vielleicht dieses Selbstbild, was du von dir hast, das egal wie viel du quasi tust und egal wie sehr du dich reinsteigerst, etwas zu verändern, dass sich das letztendlich nicht wirklich verändert, weil du dich intern nicht änderst und weil du das Selbstbild, was du von dir hast, nicht änderst. Und es gibt das gute Beispiel, dass Leute, die zum Beispiel extrem viel Gewicht verlieren oder, sagen wir mal, sich das Fett absaugen lassen, um bei demselben Beispiel zu bleiben, dass diese Personen oft einmal das Gefühl haben, es gibt immer das übergewichtige Person, wenn die dann träumt in der Nacht, sie träumt immer noch, als wäre es übergewichtig. Und das heißt, es hat sich vielleicht der Körper geändert, aber das Selbstbild hat sich nicht geändert. Das heißt, es ist immer noch eine übergewichtige Person im Körper einer schlanken Person. Und das ist ziemlich schräg. Und oft einmal eben, natürlich ein Teil davon sind logischerweise auch die Gewohnheiten, die man hat. Aber das Ganze, wenn du zum Beispiel übergewichtig bist, es ist nicht nur das, wie viel du isst, sondern es ist ein ganzes System, wie du dich selbst siehst, was für Gewohnheiten du hast, was für einen Freundeskreis du hast, was alles zusammenhängt und alles zu diesem Ergebnis, dass du übergewichtig bist, zusammenführt. Und wenn du nicht die einzelnen Teile entfernst, wird sich letztendlich nichts ändern. Das heißt, auch wenn ich jetzt einen Zauberspruch machen könnte und quasi dich in einem Satz schlank machen würde, es wird nicht lang dauern, dann wärst du genauso übergewichtig oder sogar übergewichtiger wie vorher. Und dasselbe ist oft einmal zum Beispiel auch bei Lottogewinner. Jemand gewinnt im Lotto, ist auf einmal Millionär, aber es gibt die meisten Fälle
von denen man hört, die Leute sind in ein oder zwei Jahren wieder mehr pleite, wie es vorher waren, weil zu diesem Zustand, den sie haben wollen, die Persönlichkeit nicht dazu passt und die Vorstellung von sich selber, die einzelnen Gewohnheiten, die einzelnen Glaubenssysteme, das passt letztendlich nicht zusammen. Und gleichzeitig, wenn du an den Glaubenssystemen arbeitest, wenn du an deiner Selbstvorstellung arbeitest, dann verändern sich die Dinge im Äußeren auch um einiges leichter. Das heißt, du musst immer noch was tun, aber gerade wenn du merkst, du tust, aber du kommst trotzdem nicht weiter, dann ist es zu meiner Meinung nach zu 90%, also es natürlich gibt die Möglichkeit, du machst einfach das Falsche und du solltest vielleicht deinen Ansatz ändern. Aber vielleicht eine Änderung des Ansatzes könnte sein, dass du sagst, okay, du schaust mal nicht nach außen, sondern vielmehr nach innen. Du reflektierst über dich selbst. Und ich persönlich finde das ein ziemlich wertvoller und mächtiger Ansatz. Was nicht heißt, dass du die andere Hälfte missachten solltest. Es ist immer eine Balance letztendlich, wie in einem von den vorherigen Videos schon angesprochen. Das heißt, sitz dich hin, nimm wieder dein Tagebuch, starte wieder dein Evernote, dein Word-Prozessor und schreib einfach auf, wie sehe ich mich selber. Sitz dich mal hin oder vorm Schlafen gehen. Versuch dich selber von außen zu sehen. Und wie ist diese Person, die du siehst? Und es braucht am Anfang ein bisschen Übung, weil man ja in sich selber drinnen ist. Aber versuch mal wirklich zu sagen, angenommen, du bist nicht du selbst, sondern du bist dein eigener Coach. Und du siehst dich mal objektiv von außen. Weil oft einmal ist es relativ einfach, wenn ein Freund ein Problem hat, wie oft passiert es, dass man die Lösung ist irgendwie offensichtlich. Aber man wundert sich einfach, dass die Person selbst diese Lösung nicht sieht. Aber genauso ist es bei einem selbst. Dass man selbst die Lösung einfach nicht sieht, weil man ja in sich selber drinnen ist. Aber dazu helfen diese ganzen Übungen, wo du einfach sagst, du meditierst und du siehst dich mal von außen, du schreibst über dich selbst oder du fragst einfach andere Leute, okay, wie siehst du mich? Und dann schaust du, wie weit eckt es an deinem eigenen Selbstbild an. Wenn zum Beispiel Leute sagen, okay, sie loben dich und du denkst, das habe ich ja gar nicht verdient, aber dann siehst du genau diesen Glaubenssatz, zum Beispiel dieses niedrige Selbstwertgefühl, dass du sagst, okay, jemand lobt dich, aber du hast das Gefühl, du hast es nicht wirklich verdient. Oder jemand findet dich, keine Ahnung, cool und attraktiv und hast das Gefühl, ja, warum der ist, der möchte mich sicher ausnutzen und so weiter. Und das sind alles Dinge, die dir sehr klar eine Vorstellung geben, eine Vorstellung, wie du dich selbst siehst, so kompliziert, wie sich das anhört. Und in dem Moment, wo dir das mehr bewusst wird, kannst du Dinge tun, um das zu ändern. So viel dazu. Wieder mal etwas zu nachdenken. Die praktische Aufgabe ist, schreib drüber, denk drüber nach, mach dir ein paar Notizen und überleg dir Ansätze, wie du das vielleicht ändern kannst. Durch Visualisierung, keine Ahnung, durch mehrmaliges Aufschreiben, bis du dich daran gewöhnt hast und bis dieser emotionale Impact nicht mehr da ist. Oder durch etwas anderes. Wenn dir irgendwas Cooles einfällt, was ich noch nicht dran gedacht habe, bitte schreib es in die Kommentare. So viel dazu. Wie immer, Kanal abonnieren. Link ist unten. Wenn du den Kanal unterstützen möchtest, ist unten ein Amazon-Link. Wenn du was brauchst, bestellst du das über diesen Link. Würde mich sehr freuen. Vorausgesetzt, dir hat das Video oder die Videos allgemein etwas gebracht. Dadurch entsteht quasi eine gewisse Form von Austausch. So viel dazu. Bis zum nächsten Mal und ciao.